Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zum Bosskampf, schätze ich mal. Ah, willkommen zurück bei Banishers. Ich habe mein Fenster gerade wieder aufgemacht, weil eine super stickige Luft drin ist. Also, ne, wundert euch nicht über Geräusche und so. Oh Gott, ich habe sowas von keinen Bock auf das, was jetzt kommt. Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen. Aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. Ich habe das Gefühl, mein Bein schläft ein. So, das muss ich mir irgendwie... Jetzt muss ich mich richtig verkrampft hinsetzen. Ah, doch noch kein Bosskampf. Okay. Ich hätte ja gedacht, hier unten kommt jetzt gleich... der Bosskampf. Okay, doch noch nicht. Naja. Es hätte ja sein können, ne? Okay. Okay. Wir kommen näher. Irgendwann muss ich mich auch mal ausruhen. Ja. Hier wäre es gut. Okay. Stimmen aus der Vergangenheit warten darauf, gehört zu werden. Wahrscheinlich dauert es jetzt noch mal eine halbe Stunde, bis wir beim Boss ankommen. Junge. Die Mission ist so unangenehm. Die nimmt halt einfach kein Ende. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Okay. Er ist bewusst gesprungen, oder was? Diese Ketten. Ein Echo, glaube ich. Das Echo der Ketten auf der... Ein Geist hat ein Fragment aus seiner Vergangenheit hier gelassen. Seid ihr es? Werdet ihr endlich mit mir sprechen? Bitte lasst mich gehen. Was? Was bist du? Lass meine Ketten brennen. Du? Nein. Nein! Ihr werdet wiederkehren und meine Ketten lösen, Pennington! Ich werde euch nicht zur Ruhe kommen lassen, bis ihr mich befreit habt! Okay. Was sich hier auch herumtreibt, Pennington verleiht ihm Leben. Noch ein Geist, der die Wut niederer Schemen für seine Zwecke ausnutzt. Hier geht es um die Qualen der Deborah Comenius. Ja. Und die Schuld der Menschen von New Eden. Ja. Okay. Da ist ein Dings zum Draufschießen. Noch mehr verdorbener Efeu, der herausgerissen werden will. Wo sind die anderen Dinger? Okay, warte. Eins ist hier. Eins ist... Unten, das kriege ich von hier nicht. Eins ist da oben. Wie soll ich denn da hochkommen?
Hä, wie soll das gehen? Eins ist hier unten. Eins ist da. Und da oben ist halt noch eins. Okay, wartet, wir aktivieren das jetzt einfach mal. Wir gucken es uns einfach mal an. Das dritte. Moment. Ah! Hier. Da ist das dritte. Okay. Oh Gott, das wird halt echt knapp jetzt, ne? Das kann ja jetzt nur schief gehen. Spring! Aber da war es Zeit schon um. Oder sollte ich dann lieber nach unten rennen? Ah, ich weiß es nicht. Besser ist dann hier nach unten zu rennen, wahrscheinlich. Bäh. Renn doch, Fred. Wie er sich halt einfach immer so überhaupt nicht bewegt. Menü. Das ist halt, er rennt halt dann immer nicht. Geladen ist ja. Ich bin ja nicht davor genug. Nein! Gut, das können wir gleich nochmal machen. Fertig. Renn doch. Ich bleib halt ständig überall hängen. Ach. Anno. Wenn ich nicht ständig hier hängen bleiben würde. Das ist halt echt ätzend. Rennen. Oh Gott. Och, das war eine Sekunde. Das ist nervig. Das ist so richtig nervig. Das Herz ist dein. Die Wurzeln sind mein. Naja. Oh Gott, Red. Junge. Hör
Habe ich schon mal erwähnt, wie gut wir zusammen sind? Gott. Hast du, aber ich höre es immer wieder gern. Junge, ey. Was eine schwere Geburt. So. Wir müssen den Schlüssel dafür finden. Jetzt, sonst war hier nichts, nur diese Tür. Dafür habe ich das jetzt gemacht. Wow. Ich dachte, ich komme hier weiter. Naja, jetzt komme ich immerhin hier hoch. Das Ding von dieser Kackkette. Hä? Wie komme ich jetzt hier weiter? Ah. Nee, das ist gesperrt. Hier durch. Ich scheine richtig zu sein. Ah. Ich glaube, jetzt kommt der Bosskampf, ne? Ich möchte nicht, Mami. Kannst du ihn sehen? Noch nicht. Sorry, bin an meine Maus gekommen gerade eben. Was passiert, wenn wir es tun? Dann werde ich grüßen und klettern und klopfen. Ach du Scheiße. Und der Captain wird seine eigene Medizin schmecken. Ihr seid Deborah, nicht wahr? Pennington hat euch verhaften und in Ketten legen lassen. Arme Deborah, eine kaputte Puppe, weggesperrt und vergessen in der Finsternis, erlöst sie von den schweren Ketten und Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, zu befreien. Plaudern ist vorbei, wie? Achtung! Gott. So lange
Das ist die nächste. Komm, Bad Gap. Oh Gott. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Ja, verdammt. So knapp. Oh Gott. Nein, oh, verdammt, zu langsam. Mit dir. Oh Gott. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Irgendwie ist hier von über allen... dir. Die Decke stürzt. Ja. Irgendwie ist hier von allen Seiten. Wo, welche? Shit, die da. Okay. Sie werden Schmerzen erfahren. Oh Gott. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Mir der Kratzgesicht ausgebrannt. Ein Tier! Au. Gibst du mir mal meine Frau bitte wieder? Na klar. Klassiker! So lange, dass ich das nicht fürchte. Ich sehe nix. Hallo? Antea! Ich befreie dich, sobald ich mich um die hier gekümmert habe. Autsch. Ich sehe halt nichts. Nur noch einer. Oh Gott. Autsch. Wo bist du, Antea? Verdammte Ketten! Okay, das war offensichtlich nicht richtig. Autsch. Antea? Oh Gott. Ich brauche ein Zeichen. Hier entlang. Verdammt! Immer noch nicht richtig. Ich kann nichts sehen, verdammt! Das ist auch immer noch nicht richtig. Junge! Das war nichts. Aber... habe ich jetzt langsam alle Türen geöffnet und sie sind der letzte. Gib mir ein Zeichen. Immer noch nicht. Verdammte Ketten. Echt jetzt das letzte Ding, ne? Ja. Hab dich. Kann ich mit Antea jetzt mal ganz kurz? Komm. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Ja, ich weiß. Autsch. Autsch. Nutz meine Kraft, Red. Ja, warte. Lass mal wegmachen. Komm, werd gelb. Komm schon.
Ach nee, nicht schon wieder. Ach, come on. Schreck mich doch. Thea, where are you? Wo bist du hin? Oh Gott. Ich jag euch alle zum Teufel. Oh Gott. Oh Gott. Wie viele seid ihr denn? Uiu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 
Werd jetzt gelb. Aua. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Immer noch eine. Oh mein Gott. Autsch. Ja, wo denn? Wo ist das letzte Glied? Ich sehe es nämlich nicht, ehrlich gesagt. Ah, da. So, jetzt muss ich wieder nachladen. Super. Oh Gott. Kartoffel-Aim. Nutz meine Kraft, Ray. Ach ja, ich weiß. Und ja, ich weiß. Autsch. Jetzt mal gucken. Oh mein Gott, wie kann man so dumm sein? Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Ey, dieses Kartoffel-Aim, ne? Mit dem Controller. Komm jetzt. Oh mein Gott, jetzt hat die sich bewegt, die blöde Kuh. Sie werden die Grube kennen. Ist doch mal gut hier. Nutz meine Kraft, Red. Ja, doch. Und hier. Oh, endlich. Oh, Gott. Bitte fall nicht auf mich drauf. Oh Gott, war das anstrengend. Es ist vorbei. Geht in Frieden. Kein Frieden. Keine Gnade. Nichts als Finsternis und Verfall. Nein. Es muss aufhören und ihr müsst es beenden. Finsternis und Verfall und die Worte eines Wahnsinnigen, eines widerwärtigen Menschen. Wessen Worte? Penningtons? Eines widerwärtigen Menschen. Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird, wird die leiseste Stimme als der Anbruch eines neuen Morgens gefeiert. Deborah. Ich will nie wieder eine Mine von innen sehen. Also ich bin mir sehr sicher, dass Deborah da drum ist. Die sieht halt einfach echt so aus. So, wartet. Wir haben noch ein Gewehr gekriegt. Eisenspeer. Ausdauer runter. Wenn der Gegner der nächste Welt sieht man seine Maschine aus. Auch nicht. Ne? Nicht verkehrt, ne? Könnte man auch hochleveln. Was war's noch? Irgendein Amulett haben wir noch gekriegt. Wenn ein Gegner besiegt wird, wird die Gasse um 100% aufgefüllt. Das ist auch nicht verkehrt. Können wir jetzt hier raus? Ja. Deborahs Fesseln. Gehen wir. Ich möchte einfach nur gehen, bitte. Gott, war das schrecklich. Dieses dunkle nichts sehen und dann jedes Mal entscheidest du dich für die falsche Tür und Anthea ist da nicht. Wie geht das Sprichwort? Ein Puppenspieler. Die vielen Toten auf unserem Weg wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern widerfuhr Unrecht. Aber Pennington ließ Deborah verrotten. Mhm. Das ist die Ursache. Also, was nun?
Wir bringen Pennington um. Pennington hat Deborah eingesperrt, um ihr Leben bettelnd. Nach ihrem Tode ignorierte er sie. Eine Schande für uns alle. Und dann hat er die ganzen Minenarbeiter eingesperrt. Aber Helen Priest ist einem betrügerischen Geist hörig. Ihr ist ebenso wenig zu vertrauen. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Tja, was wiegt schwerer? Ich bin für Pennington. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz Inventar an. Den könnten wir aufrüsten. Dann wäre der fertig, ne? Okay, weil wenn wir... Oh Gott. Wo bin ich? Da. Brauchen wir jetzt auch die Geiselanlagerung. 49, 14, 34. Ich bin mit dem Gewehr eigentlich sehr zufrieden. Und dann mache ich das jetzt auch auf volle Latte hier. Erstmal. Dann haben wir das Gewehr auch fertig. So, für dich brauchten wir was? Ah ja. Auch eine Geisteranlagerung. Ich finde, dadurch, dass wir ja immer wieder heile gemacht werden, quasi. 100%. Mal gucken, können wir das noch aufrüsten? Können wir. Okay, dann brauchten wir jetzt hier das Juwel. Jetzt sind die auf der gleichen Stufe. Boah, die Stärke geht halt übel runter, ne? Nee, das ist es mir, glaube ich, nie wert. Wir lassen es so. Gut, Entwicklung haben wir nichts mehr, was wir leveln können. Und Schnellreisen geht nicht. Danke für nix, Spiel. Wir müssen jetzt ernsthaft so raus aus den Minen. Ist das euer Scheiß ernst? Okay. Ah, okay, der Aufzug geht jetzt, ne? Cool. Na dann. Oh Gott, ist das ein langsamer Aufzug. Ich wollte heute aus der... Mein Ziel für diese Folge war aus der Mine raus. Deswegen fahren wir jetzt noch raus. Gott, das ist der längste und lahmste Aufzug aller Zeiten, meine Güte. Ja, der fährt halt von ganz oben nach ganz unten, ne? Ja, Red, mach ein paar Dehnübungen, das mache ich jetzt auch gleich. Weil ich bin... Was ist? Nur der Rausch nach einem Kampf. Geht vorbei. Du denkst an Sebastian, richtig? Du weißt, dass ich bin, nicht wahr? Dass ich keine Puppe bin? Ja. Hoffen wir es. Bist du dir sicher? Ja. Auch wenn mein Kopf widerspricht, tief in meinem Herzen bin ich mir sicher. Okay. Ja, also, für mich ist Aufnahmesession jetzt heute auch vorbei. Ich habe sehr lange sehr viel aufgenommen. Aber ich habe immer noch das Ziel, in meinem Urlaub das Spiel jetzt fertig zu spielen. Und ich habe noch 2 Tage Urlaub. Also könnte ich das tatsächlich vielleicht eventuell schaffen. Gucken wir mal. Aber ich muss sagen, es macht auch gerade im Moment ganz, ganz viel Spaß. Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe diesen toten Punkt, wo ich beim Kämpfen absolut nicht zurechtgekommen bin, glaube ich, überwunden. Ich bleibe zwar immer noch hängen und manchmal machen die einfach nicht das, was sie sollen. Aber ich glaube, ich bin relativ gut im Leveln dabei inzwischen. Deswegen geht das ganz gut. Frische Luft. Gott sei Dank. Endlich. Ich sag's dir. Du hast dich da unten wacker geschlagen, junger Lehrling. Danke, Meister. Amen. So. Pennington konfrontieren. Und das machen wir in der nächsten Folge. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Juhu. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr mögt.
Und dann konfrontieren wir Pennington. Ja, aber ich denke, Pennington zu töten wäre das Beste auch in Bezug auf Deborah. Ich meine, die haben immer noch eine unschuldige Frau gefoltert und getötet, ne? Also, I mean, ja. Und er hat die anderen in der Mine eingesperrt. Das darf man auch nicht vergessen. Also, bis morgen. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Tschüss.